Mein erster Weg hat mich deswegen zu einer Tankstelle geführt, bei der ich mir gedacht habe, ich fotografiere einfach mal die Preistafel. Mit den Fotos habe ich innerhalb eines Monats 100 Euro verdient. Was konnte ich mit diesen Bildern in den letzten 14 Tagen verdienen? Wer kennt das nicht? Man streift durchs Internet auf der Suche nach Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen. Meistens korrigiert das Netz dann unsere naive Annahme von 300 Euro pro Monat, die ganz cool wären, um ungefähr 9.700 Euro nach oben. Und im zweiten Schritt gibt es dann meistens die passende Liste mit Möglichkeiten, die genau das ermöglichen sollen. Und da findet man neben Dropshipping, Affiliate-Marketing und irgendeine Dienstleistung bei Fiverr zu verkaufen oft auch Stockbilder. Stockfotografie oder Stockbilder kennt wahrscheinlich jeder von uns. Sie fliegen uns einfach überall um die Ohren, ob in Zeitschriften, in der TV-Werbung oder auch hier in YouTube-Videos wie meinem, denn ich bediene mich selber jede Woche auf Free-Seiten wie Pixabay, um Videos und Fotos für meinen Kanal zu downloaden. Und mit genau solchen Bildern kann man nun, wenn man dem Internet Glauben schenken mag, ziemlich einfach selbst Geld verdienen. Wahrscheinlich das populärste Beispiel, das in dem Zusammenhang immer genannt wird, ist, dass man einfach während einem Spaziergang mit dem iPhone oder dem Smartphone, das man dabei hat, die Natur fotografiert und diese Bilder dann auf Seiten wie Adobe Stock oder Shutterstock zum Download bereitstellt und im Nachgang von jedem kostenpflichtigen Download, der zustande kommt, einen Split der verkauften Lizenzgebühr bekommt. Ob das Ganze jetzt aber in der Praxis wirklich so einfach und vor allem für jeden Anfänger möglich ist, habe ich in den letzten zwei Wochen mit meinem iPhone selbst getestet. Viel Spaß mit diesem Video. Zu Beginn des Projekts stellt sich aber natürlich noch eine ganz andere und sehr wichtige Frage. Wie viel Geld gibt es überhaupt für so einen Verkauf? Da kommt es jetzt natürlich erstmal auf die Plattform an, denn wie bei eBay und Amazon auch, ist es hier dasselbe, dass die Plattformen unterschiedlich viel vom Kuchen für sich beanspruchen. Das zweite Parameter ist die Lizenz, die die Plattform an den Kunden verkauft. Denn da gibt es Lizenzen, die kosten nur 10 Euro im Durchschnitt. Da kann der Kunde dann das Bild für einen persönlichen Blog nutzen oder er muss bis zu 60 Euro hinlegen oder sogar darüber hinausgehen, wenn er das Bild oder Video dann auch kommerziell nutzen will. 60 Euro klingt natürlich super, aber das ist das Geld, was halt die Plattform bekommt. Beim Fotografen selbst kommt im Nachgang eben dieser Split an und der reicht von manchen Lizenzen und bei manchen Plattformen gerade mal 11 Cent bis hin zu durchschnittlich einem Euro. Wie viel Geld man jetzt bei entsprechendem Geschick und möglicherweise auch ein bisschen Erfahrung erwarten darf, erfahrt ihr gleich. Ich selber kann leider fast überhaupt keine Erfahrung im Bereich der professionellen Fotografie vorweisen und deshalb habe ich mir zu Beginn des Projekts erstmal Unterstützung bei einem Profi gesucht und dem meine Fragen gestellt. Ja, hi alle zusammen, ich bin der Lukas von der Fitch Gallery. Und wir sind Video- und Fotografen im Bereich Produktfotografie, haben aber auch schon relativ viele Fotos auf Stock-Webseiten hochgeladen. Und darum geht es ja heute. Ja, genau, darum geht's. Ich würde es ja gerne mal selber probieren, wie ich dir gesagt habe, einfach mal testen, ob man damit Geld verdienen kann. Und scheinbar kann man das, oder? Ja, also man kann schon noch damit Geld verdienen. Allerdings muss man sich echt bemühen. Also mit 0815 Fotos verdient man nicht mehr wirklich viel Geld. Und das seht ihr auch in diesem Video oder das kann ich euch aus meinen Erfahrungen mitgeben. Denn ich habe wirklich sehr, sehr viele von diesen 0815 Standardfotos hochgeladen. Man merkt, dass vereinzelte, wirklich gute Fotos, mit denen verdient man Geld, mit allen anderen eigentlich nicht. Ich habe mir gedacht, nachdem ich ja eigentlich aus dem Bereich Reselling komme und eigentlich all das, was ich schon zu Hause habe, verkauft habe, dass ich das ja auch mal mit den Fotos machen könnte, die ich schon habe. Jetzt würde ich dir einfach mal ein Foto zeigen. Also ich denke, dieses Foto ist auf jeden Fall nicht geeignet. Das ist ehrlich gesagt sogar ein gutes Foto. Das könnte sich gut verkaufen. Man kann das, wie gesagt, nie vorher sagen. Das muss man dann einfach, das zeigt die Zeit. Das einzige Problem, das du haben könntest, Gebäude stehen unter Schutz. Das heißt, du kannst einzelne Gebäude womöglich nicht auf Stock-Plattformen hochladen. Wenn du aber Häuser, wie in dem Fall links und rechts noch hast, dann kann es sein, dass es unter eine Skyline mehr oder weniger fällt und dann hast du da dieses Problem nicht. Das zeigt sich dann im Prinzip, wenn du es auf die Seite hochlädst, dann siehst du, ob die Seite akzeptiert oder nicht. Da kann ich dir schon Bescheid geben. Also das London Eye ist auf jeden Fall geschützt. Da bräuchtest du vom Besitzer oder vom Betreiber des London Eye eine eigene Bescheinigung, dass du das Bild verkaufen darfst. Jetzt habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, hey, iPhone 13 Pro, wenn ich da den Porträtmodus aktiviere, dann sieht ja jedes Bild geil aus. Denkst du, sowas würde Sinn machen? Hier hast du das Problem, dass du eine Marke siehst, und zwar ist das eben BMW logischerweise. Und Stockfotos, wo Marken, Graffiti, alles, was irgendwie, was rechtlich geschützt ist,
wirst du oder kannst du auf Stock-Plattformen nicht verkaufen. Also da musst du ein Emblem einfach rauszuretuschieren und auch das M3-Logo, dass du das halt wegnimmst, also damit man die Marke des Autos nicht mehr sieht, und dann könnte es durchaus noch funktionieren. Ist das viel zu einfach gedacht oder könnte sich tatsächlich auch so ein Foto verkaufen? Ich habe schon so oft mir selbst gedacht, beim Hochladen von Fotos, das kann sich gar nicht verkaufen, und es hat sich dann gut verkauft. Aber wenn du überlegst, wie viele Fotos es von Hunden gibt, dann weißt du, dass dein Foto von einem iPhone 13 Pro mit 100.000 anderen Fotos, die mit Spiegelreflexkameras oder sonstigen Kameras gemacht worden sind, dass das mit denen konkurrieren muss. Und deswegen wird sich dein Foto da nicht hervorheben und deswegen wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Dann wäre meine Strategie, dass ich mich auf aktuelle Themen konzentriere. Gerade sind keine so guten Zeiten. Die Leute haben Angst, Inflation etc. Ist es in deinen Augen sinnvoll, vielleicht jetzt einfach sowas Einfaches zu machen, wie zu Hause das Heizungsthermostat zu fotografieren? Es macht auf alle Fälle Sinn, vor allem wenn du da zum Beispiel noch Geldscheinen auf die Heizung oder irgendwie in das Bild mit einbauen kannst, damit du da diesen Link hast von steigenden Heizkosten. Da kann ich dir auch ein gutes Beispiel sagen. Ich habe Anfang von Corona Figuren genommen und denen eine Maske aufgemalt. Mhm. Mit den Fotos habe ich innerhalb eines Monats 100 Euro verdient. Lego-Figuren. Lego-Figur genommen und den Mond weiß, so eine Art, oder waren es Playmobil, egal, einfach so kleine Figuren. Und denen habe ich die Maske aufgemalt und halt damit Fotos gemacht. Und genau das ist ein guter Punkt, eben aktuelle Themen aufgreifen und diese umsetzen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich habe aufgeschrieben, hier steht Brot und Geld daneben legen. Ja, das sind auf alle Fälle gute Themen aktuell. Okay. Hast du irgendeine spezielle Vorgehensweise, wie ich fotografieren sollte, dass es möglichst gut aussieht? Auf alle Fälle genug Licht verwenden, und wenn du im iPhone 13 Pro eine Zusatz-App hast, wo du die ISO, den Shutter und alles einstellen kannst, dann versuch auf alle Fälle die ISO so gering wie möglich zu halten, damit du ein so klares Bild wie möglich erhältst. Wie es der Teufel so will, hatten wir während des Interviews massive Performance-Probleme beim Internet, und jedes Mal, wenn ich gefragt habe, was er eigentlich damit verdient, ist die Leitung abgebrochen, und so haben wir irgendwann die Frage vergessen. Glücklicherweise hat er die aber selbst auf seinem YouTube-Kanal beantwortet. Ich habe kein einziges neues Stockfoto hochgeladen. Das heißt, alles, was ich 2021 mit diesen Plattformen verdient habe, ist wirklich rein passives Einkommen. Und zwar waren das zusammengerechnet genau 443,65 €. Generell habe ich mich jetzt nach dem Gespräch mit Lukas deutlich besser für das Projekt gerüstet gefühlt. Da ich ja, wie schon gesagt, nicht im Ansatz ein professioneller Fotograf bin, hat es mir direkt Hoffnung gegeben, dass ich scheinbar die mangelnde Qualität, die vermutlich bei meinen Bildern da sein wird, durch Kreativität ausgleichen kann. Denn hier sehe ich viel eher meine Stärken als in der akkuraten Einstellung einer Profikamera, die ich, by the way, sowieso nicht habe. Außerdem hat es mich auch echt motiviert, dass mein Bild von der Tower Bridge, das ich ja wie in dem Beispiel wirklich komplett nebenbei einfach ohne Hintergedanken gemacht habe, scheinbar Potenzial hat und vielleicht wirklich gedownloadet werden könnte. Unnötige Fahrten in die Münchner Innenstadt, bei denen ich dann Bauwerke wie die Frauenkirche oder das Siegestor fotografiert hätte, konnte ich mir dann nach der Info, dass solche Objekte wahrscheinlich unter urheberrechtlichem Schutz stehen, auch sparen. Apropos sparen, kennst du eigentlich Schub? Schub ist der mit über 1,7 Millionen Nutzern führende Cashback Anbieter Deutschlands. Künftig drehst du einfach die Schleife über Schub und gehst nicht mehr direkt auf den Online-Shop deiner Wahl. Schon nimmst du den komplett kostenlosen Dienst in Anspruch und der Rest bleibt sowieso gleich. Du bezahlst und das war's. Egal ob bei Einkäufen für den täglichen Bedarf, Lieferdienste, Pay-TV oder interessante Reseller-Shops, so habe ich mir schon fast 160 € gespart. Dein gesammeltes Cashback kannst du dir schon ab 1 € easy auf dein Bankkonto auszahlen lassen, und das Beste daran ist, dass Schub nicht mal Daten verkauft oder sonstiges Schindluder treibt, sondern sich einfach nur über Provisionen finanziert. Mir fällt damit kein Grund ein, warum man Schub nicht nutzen sollte. Während ich dir das jetzt erzählt habe, ist mein Cashback von gerade eben schon angekommen. Wenn es für dich interessant klingt, kannst du dich gerne mit dem ersten Link unter dem Video kostenlos bei Schub registrieren und du bekommst als kleines Geschenk direkt 10 € Cashback gutgeschrieben. Weiter geht's mit dem Video. Jetzt habe ich mich also voll motiviert dran gemacht, aktuelle gesellschaftliche Themen in Fotos zu verpacken. Und ein Thema, das derzeit heiß diskutiert wird, sind natürlich die hohen Sprit- oder generell Energiepreise. Mein erster Weg hat mich deswegen zu einer Tankstelle geführt, bei der ich mir gedacht habe, ich fotografiere einfach mal die Preistafel, und dabei sind dann diese Bilder entstanden. Leider konnte ich die Fotos so aber nicht verwenden. Wir haben ja gelernt, es dürfen keine Marken zu sehen sein.
Damit hing ich also nochmal eine Stunde vor Photoshop und habe alles retuschiert und entfernt. So viel also schon mal zum Thema easy passiv nebenbei Geld verdienen. Im nächsten Step habe ich dann zu Hause mein Heizungsthermometer ein bisschen für den kommenden Winter 22/23 angepasst und das Thermostat ein bisschen umgestaltet. Dabei sind dann diese Fotos entstanden. Meine dritte Idee war es dann, Brot und Geld in einem Bild zu vereinen. Brot als der Inbegriff für durch die Inflation steigende Lebensmittelpreise und Geldscheine als Brotbelag, um zu zeigen, wie derzeit unser Vermögen aufgefressen wird. Dabei sind dann diese Bilder entstanden. Wovon mir Lukas bereits im Interview abgeraten hat, war es irgendwie herbstliche Bäume oder eine herbstliche Landschaft zu fotografieren. Er meinte, da ist die Konkurrenz einfach viel zu hoch und da werde ich mich nicht behaupten können. Ich wollte es trotzdem probieren und dabei sind dann diese Bilder entstanden. Die meisten der Bilder habe ich bereits vor über 3 Wochen geschossen, einfach weil die Plattformen ein bisschen Zeit für sich beanspruchen, bis neue Uploads freigegeben werden. Mir war wichtig, dass wirklich volle 14 Tage vergehen, in denen die Bilder online sind. Springen wir jetzt auf die Plattformen und schauen uns an, welche meiner gemachten Bilder am Ende wirklich genehmigt wurden. Fangen wir mal an mit Adobe Stock und die nicht zulässig waren. Das waren leider die von der Tankstelle. Gibt es irgendwie technische Probleme im Bild? Belichtung scheinbar passt nicht. Irgendwie sowas. Ich werde aus der Beschreibung nicht ganz schlau. Dann die Bilder von meinem ehemaligen Auto. Habe ich auch relativ viel nachbearbeitet, bis die Logos weg waren. Hat leider auch nicht geklappt. Kann sein, dass halt die ganze Karosserieform immer noch geschützt ist. Ich weiß es nicht. Dann der herbstliche Weg hat leider auch nicht funktioniert. Wieder der gleiche Grund wie bei der Tankstelle. Dann hier eins der Brotbilder. Okay, ist nicht so schlimm. Im Nachgang hätte ich das gar nicht mehr hochladen wollen, weil das Messer abgeschnitten ist. Erlaubt haben sie mir dagegen, aber die alle, was ich ziemlich cool finde, ist, dass die Tower Bridge auch wirklich durchging. Dann die beiden Heizungsbilder und einige von den Brotbildern. Dann ein Blick auf Shutterstock. Die 4 Hundebilder haben auch hier funktioniert. Der herbstliche Weg hat leider nicht funktioniert. Hier stehen technische Einschränkungen. Die Tower Bridge hat hier auch nicht funktioniert. Es ist die gleiche Begründung wie bei dem Herbstbild. Auf Adobe Stock hat es aber funktioniert, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit man die Begründung da jetzt als brauchbar ansehen kann. Dann die Heizungsbilder, schade, hat hier nicht geklappt. Warum? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Dann die Brotbilder. Hier hat ein Teil funktioniert und ein Teil leider nicht. Was ich ein bisschen blöd finde im Nachgang, hätte ich dann das ein oder andere hier auch gar nicht mehr hingeschickt, weil beispielsweise wurde jetzt das hier abgelehnt, wo man das Messer aber komplett sieht und dafür dann so eins genehmigt, wo man das Messer eben nicht genau sieht. Jetzt stellt sich natürlich die wichtigste Frage des ganzen Videos. Was konnte ich mit diesen Bildern in den letzten 14 Tagen verdienen? Es waren tatsächlich sage und schreibe 0 Euro. Es kam einfach nicht ein einziger Download zustande. Ich persönlich finde es sehr schade, dass die Bilder von der Tankstelle nicht genehmigt wurden. Da ist nämlich mit die meiste Arbeit reingeflossen, vor allem in der Nachbearbeitung. Was ist aber jetzt meine bescheidene Meinung wert, wo ich sowieso keine Ahnung von der Materie habe? Lassen wir also nochmal den Profi zu Wort kommen. Das Bild vom herbstlichen Weg. Hier ist der Blickwinkel meiner Meinung nach nicht ganz vorteilhaft, denn es ist aus Augenhöhe zu den Tankstellenbildern. Beim ersten Bild hast du leider extremes Gegenlicht, also man sieht ja direkt die Sonne und dadurch hast du auch sogenannte Lens Flares in deinem Bild. Die Brot- und Heizungsbilder sind sehr, sehr gut geworden, meiner Meinung nach. Bei den Brotbildern gefällt mir das letzte Bild etwas besser, denn hier hast du die Scheine aufgefächert. Bei den Heizungsbildern, hier kann es einfach sein, dass das Framing des Heizungsthermostats nicht perfekt ist. Ehrlich gesagt wundert es mich gar nicht so sehr, dass du noch kein Bild verkauft hast, wobei ich ehrlich sagen muss, das Bild vom Brot mit den aufgefächerten Geldscheinen hätte sich durchaus schon einmal verkaufen können. Stockfotografie ist was für die Langzeitinvestition, beziehungsweise braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis sich die ersten Bilder verkaufen. Mein Resümee fällt wie folgt aus. Stockfotografie ist definitiv nicht geeignet, um als Anfänger mal schnell ein paar Euro nebenbei zu verdienen. Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, ist für mein Geschmack neben Know-how auch noch Talent gefragt. Beziehungsweise braucht man zumindest den Sinn, um Ideen, die man im Kopf hat, ansprechend umsetzen zu können. Und das kann man nun mal nicht einfach mit einem YouTube-Video lernen. Und selbst wenn man das dann alles mitbringt, haben wir ja gehört, was man damit verdient. Ungefähr 400-500 Euro pro Jahr sind realistisch
Und davon kann einfach keiner leben. Da verdient man ja bei jedem Nebenjob an der Kasse mehr aufs Jahr gerechnet. Deswegen lassen die ganzen Profifotografen dieses Stockgeschäft auch nur nebenbei laufen. Und die wissen wenigstens, was sie tun. Wenn also Stockfotografie nicht die Chance zum schnellen Geld war, dann ist es ja vielleicht Copytrading. Genau dazu gibt's am nächsten Sonntag hier auf dem Kanal ein spannendes Selbstexperiment, das ich bereits seit knapp einem Monat durchführe. Wenn du das also nicht verpassen möchtest, wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, diesem Kanal ein Abo zu schenken und das Video positiv zu bewerten. Wenn du dich generell für das Thema Fotografie und Videografie interessierst, schau auch unbedingt bei Lukas und seiner Fitch Gallery vorbei. Alle Links zu seinen Profilen und vor allem auch zu seinem letzten Video, bei dem er noch detaillierter als ich hier auf die Stockfotografie eingeht, findest du unter diesem Video. Damit wünsche ich dir jetzt noch eine super produktive Woche, viel Erfolg bei allen Projekten, die du gerade verfolgst, und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video hier auf dem Kanal. Bis dahin, ciao. Ciao. Scheiße, ich habe nicht aufgenommen.